Am 7. Februar wurde das neue Design der Lufthansa präsentiert. Das neue Logo darf man als sehr mutig bezeichnen, denn das gewohnte, jahrzehntealte Lufthansa-Gelb verschwindet komplett. Statt dem gelben Spiegelei auf blauem Grund präsentiert sich der deutsche Marktführer in Zukunft mit einem dunkelblauen Heck, auf dem der Kranich in Weiß hervorleuchtet. Karl Born, Wirtschaftswissenschaftler, der in seinem Borns bissigen Bemerkungen regelmäßig Stellung zu solchen touristischen Themen nimmt, hat das Logo-Thema ebenfalls umgehend bissig aufgenommen. Also was Logo betrifft bei der Lufthansa oder sagen wir im Lufthansa-Konzern, bin ich ja ein gebranntes Kind, spätestens an dem Tag, als das Condor-Logo abgeschafft wurde und durch Thomas Cook ersetzt wurde. Das habe ich fast persönlich genommen, diese Sache. Logischerweise, wenn man einen Blog schreibt, beachtet man den Branchenführer besonders. Und wie meine ich, wie relativ leichtfertig jetzt im Moment das Logo der Lufthansa geändert wird, frage ich mich, ist da wirklich Not? Es muss jede Firma sich weiterentwickeln, das ist mir ganz klar in der Firma. Es werden auch bei anderen Firmen manchmal Logos weiterentwickelt. Aber am besten ist es, wenn der Kunde gar nicht merkt. Ich weiß nicht, ob Kunden wissen, wie oft schon der Mercedes-Stern modifiziert wurde. So, und das war, was ich überhaupt nicht begreife. Und das Gelb geht aus dem Logo raus und wird im Flughafen dafür umso stärker. Und da habe ich eben den spöttischen Kommentar dazu gemacht. Hilfe, Lufthansa, ich will mein Lufthansa-Gelb. Es heißt ja Lufthansa-Gelb, ne? Das will ich wieder haben. Also Vorstände werden oft getrieben von Marketingberater und machen dann solche Dinge, halte ich aber nicht für richtig. Ich denke, man sollte schon darauf achten, was ist wichtig, und eine Logoänderung, da muss es einen sehr zwingenden Grund geben. Und man soll jetzt nicht sagen, der sei minimal. Und wenn ich jetzt mal ein klein bisschen moralisch fast werden darf, ist es, wenn man irgendwo im Ausland war, und ich war ja auch viel die letzten Jahre immer im Ausland gewesen, man kam irgendwo JWD zum Flughafen und sah von Weitem schon das Heck. Mehr sieht man ja oftmals nicht von dem Flugzeug, nur das Heck und sah da das Lufthansa-Logo. Da fehlt mir auch persönlich etwas, aber wenn die Lufthansa meint, dafür Geld zum Fenster rauszuwerfen, dann sollen sie es gerne tun, aber ironisch muss ich jetzt schon kommentieren.